Klarheit einfach zu erlangen über diese Frage, wie richten wir das aus? So? Ein Spiel, wo ich halt viel, viel besser drin bin. Das heißt, ich muss diesen Weg gehen, weil dort ich viel besser meine Stärken einbringen kann. Riecht ein bisschen nach Rasenmäher, aber sonst lecker. Ja, hoffentlich sieht man meine Füße nicht. Der ganz normale Wahnsinn als Foodblogger. Oh, liebe Freunde! Herzlich willkommen aus Köln. Heute steht die nächste Brokkoli-Session mit Laura auf dem Programm. Wir werden gleich, das ist spannend, jetzt ist Teil 2 der Tour. Und wir haben jetzt gerade schon ein bisschen wehmütig festgestellt, dass das jetzt quasi die letzte offizielle Vorort-Coaching-Session ist. Wir werden natürlich an der Ostsee, wenn wir auch noch mal einiges machen. Was das genau sein wird, das wissen die nämlich alle noch gar nicht. Das wird auch sehr, sehr spannend. Aber heute machen wir jetzt mal den Plan, denn in wie viel? 3 Tagen? 4 Tage ist der Launch? Yes, in... Oder? Am 15. Was haben wir heute? Den 11. glaube ich. Das heißt, in 4 Tagen ist der Lower Fresh Launch und da werden wir jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Boah, das könnte sein, ich weiß nicht ganz genau, wie wir aktuell im Schedule sind, aber es könnte sein, dass wenn dieses Video online geht, der Kurs gerade erhältlich ist. Wir packen mal den Link unten runter. Was genau passieren wird, das seht ihr natürlich jetzt gleich noch erstmal frühstücken. Ja. Das Einzige, was jetzt noch angepasst wurde vom Cat, ist das Blatt. Mhm. Und zwar wurde das angepasst an mein Tattoo. So geil. A personal brand at its best. Okay, also Teachable, Video und dann so dieses generelle Konzept nochmal und Launchplan. Mhm. Haben wir denn alles? Ja, ich glaube schon. Cool. Das heißt, wenn die Technik steht, Teachable-Haken dran setzen, du das lange YouTube-Video hast und das kurz auf der Teachable-Seite und weißt, was in den nächsten Tagen wo, wie, wann gepostet wird, bist du optimal gerüstet für den Launch. Mhm. Recht zügig so. Mhm. So mit so einem Bullets arbeitest. Wo? Warte mal, lass uns mal reinversetzen. Mhm. Wer kommt auf die Seite? Auf die Seite kommt jemand, der dich schon verfolgt auf jeden Fall. Das heißt, die kennen dich schon, sonst würden die nicht auf die Seite kommen. Mhm. Unterschiedlich lange und müssen schon mal so ein generelles, oh, so ein Programm drauf vielleicht. Das heißt, die sind schon mal generell so ein bisschen affin. Da wird jetzt keiner rauskommen, okay, kein Schimmer, klicken wir uns auf den Link oder sowas. Mhm. Sondern die sind schon ein bisschen affin, die haben schon von dir ein bisschen was über Instagram gehört. Mhm. Und jetzt geht es eigentlich auf der Seite geht's darum, genau zu erklären, was es denn jetzt eigentlich im Einzelnen ist. Ja. Und deswegen auch manche sagen so, hey, ich bin gerade neu auf deiner Seite, voll schön, voll cool, was du machst, mega Message, bla bla bla. Wie ist das denn jetzt überhaupt und was heißt das überhaupt? Und deswegen finde ich es halt wichtig, am Anfang kurz zu sagen, ich bin Personal Trainerin und Food Coach und ich habe in meinen Erfahrungen, aus dem Grund gibt es das Programm. Damit die halt wissen, okay, krass, sie ist Personal Trainerin, hat schon, macht das jetzt nicht einfach so. Sie ist jetzt nicht Foodbloggerin und fängt jetzt an. Das will ich halt so ein bisschen da reinbringen. Aber ich gebe dir genauso recht, dass ich es auch gut fände, irgendwie direkt, keine Ahnung, ich habe halt immer das Gefühl, dieses, was du halt meinst mit, oder wo du gerade sagtest, so den Besucher abholen, da denke ich halt direkt so, du fühlst dich nicht mehr wohl in deinem Körper, Fragezeichen, du hast keinen Spaß mehr am Sport, Fragezeichen, das ist für mir zu verkaufsmäßig, weil ich will einfach ehrlich sagen, so, ich habe keine Zeit mehr gehabt, Personal Trainings anzunehmen und deswegen, weil ich noch mehr Menschen erreichen möchte und helfen möchte, habe ich dieses Programm entwickelt. Es geht halt um den Mittelweg, es geht halt darum, auf der einen Seite natürlich ich bin jetzt auch kein Fan von klassischen Verkaufstexten, aber du musst halt trotzdem sehen, dass du deine Message so aufbereitest, dass es jemandem sehr, sehr leicht gemacht wird, in die Seite einzusteigen. Angenommen, du machst direkt oben irgendwie 20 Zeilen Blogsatz, steigen alle direkt aus, egal was die Message ist. So. Das heißt, es muss schon ein Stück weit ansprechen, und da finde ich das zum Beispiel geil, auf jeden Fall. Es muss ein Stück weit so ansprechend aufbereitet sein, dass es einen irgendwie reinsaugt. So zum Beispiel hier irgendwie noch mit einer Headline oder mit einer Zwischenüberschrift oder irgendwie sowas zu arbeiten. Okay. Weil das ist so. Du wirst wieder 80-20. Wir machen jetzt das Idealding und dann musst du natürlich hinten raus einfach Dinge ausmessen. Aber trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, jetzt mal das Idealding so ein Stück weit aufzuzeichnen. Aber wie gesagt, mach dich nicht fertig, weil du nicht alles hinkriegen wirst, weil du wirst eh nicht alles hinkriegen. Ich glaube auch, bei so Launch-Dingen niemals alles hin.
ja, und das ist auch okay. Das ist einfach, dann messe ich so, machst dann einfach das, was geht, ja, und dann ist auch okay. Ja, das gibt mir jetzt halt schon so ein gutes Gefühl, so okay, da so strukturiert ein bisschen ranzugehen. Okay, Insta Live. Auf jeden Fall eine Viertelstunde vor dem Launch live gehen. Okay, das und dann gemeinsam mit den Leuten auf den Knopf drücken. Oh, oh. Das ist richtig cool. Das sind die krassesten Nachtschichten meines Lebens. Ich freue mich drauf. Danke für deine Zeit. Gerne. Okay, cool. Freunde, wir haben fertig und wir haben jetzt Laura komplett zerstört. Das werden die krassesten Nachtschichten meines Lebens, Leute. Da ist noch so viel zu tun. In 4 Tagen ist der Launch. Die Seite und alles, also sehr viel Geiles steht, aber sehr viel Kleinigkeiten und nerviger Technikkram ist noch zu machen. Die Excitement spricht Bände. So ist das, vor dem Launch. Da ist einfach Chaos und da ist einfach, das ist ganz normal. Einfach wegballern. Freunde, wir haben großartige Neuigkeiten. Und zwar, wir haben Zuwachs in unserem Talentschmiede-Tour-Team. Und zwar, das ist Silke. Hi. Und Silke ist jetzt seit 3 Wochen, glaube ich, als Praktikantin dabei. Ja, genau. Und weil Silke sehr, sehr sowohl irgendwie Fotografie, aber auch schreibinteressiert ist, haben wir gesagt, okay, wir kreieren jetzt einfach ein neues Projekt für dich. Genau. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Wir wollen nämlich für die Talentschmiede im Nachhinein, wenn die quasi vorbei ist, wollen wir ein Buch rausbringen, was ihr euch dann natürlich auch alle holen könnt und was so diese perfekte Kombi zwischen die ganzen Learnings aus der Talentschmiede, aus den 10 Wochen, von den Coaches, von den Workshops und sowas zusammenfasst, aber auch einen sehr, sehr geilen Blick hinter die Kulissen bietet. Und da sind wir jetzt gerade mitten dabei. Und deswegen bist du jetzt auch gerade hier mit dabei. Genau. Für die nächsten 1,5 Wochen quer durch Deutschland unterwegs. Deswegen herzlich willkommen bei der Tour. Danke. Ich freue mich mega, da zu sein. Ja, es hat sowieso ganz cool, weil einfach man irgendwie durch das Schreiben und durch diese Geschichte dahinter einfach nochmal einen ganz anderen Einblick bekommt in das Leben des anderen. Was war vorher, was war danach? Das ist einfach super cool, weil man einfach sich teilweise vergleicht, reflektiert und so und einfach so sieht, ja geil, war vielleicht genauso an dem Punkt, wo ich auch gerade war und hat irgendwie voll gerade das Learning gehabt und ist aber jetzt genau da, wo ich halt hin möchte. Mhm. Und das ist halt super cool und hat mich auch selber voll inspiriert. Ja. Ziemlich geil. Und ihr werdet natürlich dann über die nächsten Videos mitbekommen, wie sich das Ganze entwickelt. Und du hast jetzt in Berlin schon die Session mit Rieke gemacht, kurz bevor, oder beziehungsweise während wir hier schon unterwegs waren. Und jetzt steht heute die nächste mit Laura auf dem Programm. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal euch viel Spaß. Wir würden vielleicht das eine oder andere mitnehmen und dann könnt ihr gucken, wie das Ganze entsteht und wie Laura jetzt von Silke ausgequetscht wird. Ja, genau. Was machst du noch im Büro? So, du musst da raus, du musst deiner Leidenschaft folgen, du musst auf dein Herz hören. Worum geht es denn eigentlich wirklich im Leben? Was willst du erschaffen? Was willst du auch irgendwie auf der Welt hinterlassen? Was ist deine Mission eigentlich hier? So, willst du die sein, willst du die Sales Managerin sein, die irgendwie 9-to-5 im Büro jobbt und im Bürojob sitzt und die ganze Zeit nur 40 Calls am Tag macht? So, nein, das bin nicht ich. Und das habe ich auf Bali ganz besonders gespürt, so bei meinem zweiten Bali-Aufenthalt. Und dann auf dem Rückflug dann echt so gemerkt, okay, ich muss mich damit selbstständig machen. Und dann bin ich auch nach Hause geflogen im Oktober 2017 und habe das direkt umgesetzt. Also ich bin nochmal voll in mich gegangen. War echt so die ganze Nacht wach und dachte mir, okay, jetzt schreibst du die Kündigung. Die Selbstständigkeit war eigentlich ein Ausbruch wieder zu mir selbst zurück, weil ich war als Kind schon immer so. Und wenn du meine Mama irgendwie fragst, so wie war ich als Kind, dann sagt sie super pflegeleicht, total immer gut drauf und immer alle Menschen auf der Straße irgendwie angequatscht und angelächelt. Und das zieht sich bis jetzt eigentlich so, diese Leichtigkeit und dieses Positivität und so, das zieht sich durch mein ganzes Leben eigentlich. Und in der Zeit irgendwie so Business Administration und yay, ich will Managerin werden und so, da habe ich mich einfach von mir selbst entfernt, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das Geheimnis ist echt immer flexibel und agil zu bleiben und zuzuhören, was die Leute dir zu sagen zu haben. Und wenn sie dir Feedback geben, auf jeden Fall darauf eingehen. Und ich hatte einfach dann so einen fetten Backlog, ich habe so eine Ideensammlung an Sachen gehabt, dass ich dann, meine ganze Wunderlist war voll und meine ganze Evernote immer noch. Manche Leute fragen, wie hast du das geschafft? Irgendwie so 500 Folgen in Folge, jeden Tag sind ja nicht die Themen ausgegangen. Aber irgendwie hat die Leute alles interessiert. Das ist ja das Komische, also das Spannende, wenn sie dann einmal eine Connection zu dir aufgebaut haben. Dann dachte ich so, das ist ja irgendwie mega, mega lame und mega langweilig, was ich da immer erzähle. Wie kann man sich das jeden Tag reinziehen? Aber die Leute haben es total abgefeiert. Und gerade die Folgen, die am authentischsten waren,
Also ich glaube, Real Talk habe ich die mal genannt. Das waren so 5 hintereinander, wo ich wirklich so gedacht habe, so, ah, fuck, ey, was ist denn, wenn die mal rauskriegen? Keine Ahnung, dass ich früher mega viel Party gemacht habe, gesoffen habe, 1000 Millionen Frauen am Start hatte und ein ganz anderer Mensch irgendwie war als jetzt. Oder, ja, ich war beim Fußball, war gewalttätig, war mal im Knast, bei der Bundeswehr Stress gehabt und ich habe das alles da mal in die Podcast-Folgen reingepackt und dachte so, so, jetzt bin ich offen wie ein Buch, jetzt kann eh nichts mehr passieren. Und das sind die bis heute erfolgreichsten Folgen ever. Also die Leute feiern immer noch diese Real Talk-Folgen ab, die natürlich voll viel Überwindung gekostet haben. Hallo! Ich freue mich, euch schon dann richtig zu sehen. Alle anderen wissen jetzt gerade gar nicht, was abgeht, aber ist egal. Unser kleines Geheimnis, wer Carlos ist. Ich glaube, das werden alle in 2 Wochen dann sehen. Genau. Ja. Ich freue mich schon. Okay, dann lege ich mal mit meinen Fragen los, oder? Also wie bewege ich mit dem, was der eine bekommt, wie bewege ich den anderen? Wie erzähle ich die Story von dem einen, dass der andere sich angesprochen fühlt und denkt, boah, hätte ich auch gerne. Und wie rege ich die untereinander an, das zu teilen? Oder bitte ich sie direkt darum, das zu teilen? Also was ist da der schlauste Weg der Kommunikation auch? Ja, also was darf ich mal kurz was sagen? Ich bin jetzt hier einfach gerade reingesneakt. Genau. Wir hatten mal überlegt, das haben wir aber nur zeitlich auch noch nicht geschafft, so einen Blog zu DNX zu machen, den DNX Stories zu nennen, wo dann quasi unsere Leute aus der Community ihre Stories erzählen, wie sie auf der DNX waren, was sich danach getan hat, wie die dann unterwegs waren, was sich aus ihrem Leben ergeben hat durch die DNX. Und vielleicht, wenn du sowas in der Art hast und die Kunden ihre Geschichte erzählen wollen, zu dem Bild zum Beispiel, und damit wieder auch andere inspirieren, die vielleicht das gleiche Thema haben oder brauchen. Oder auch, genau, indem du, wenn du jetzt sagst, ein Bild irgendwie, um Vergebung zu finden oder so, vielleicht auch Content produzierst, der Tipps dazu gibt, wie man leichter anderen vergibt und so, und diese Zeichnung quasi mit postest und sagst so, hier, wer noch Themen in dieser Art oder so hat, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, aber so in der Art würde ich da vorgehen. Und das Coole an dem Blog ist ja auch, dass du dadurch Proof of Concept kriegst und quasi Social Proof von den anderen Leuten. Die nächste Frage wäre zum Thema Unternehmen aufbauen, weil bei mir ist halt echt ja jetzt auch gerade der Punkt, ich habe irgendwie so viele Projekte und will so viel umsetzen und habe so viel zu tun und jetzt langsam wäre so der Punkt Outsourcen irgendwie dran, aber ja, wie mache ich das, dass irgendwie trotzdem meine Personal Brand, was mir so das Wichtigste ist und auch bei mir so ein richtiger Kern ist, dass die trotzdem erhalten bleibt und ja, wie macht ihr das, wo fängt man an und was habt ihr da für Tipps parat? Also generell war die erste externe Mitarbeiterin, die wir hatten, eine allgemeine Virtual Assistant, die so einfache Sachen gemacht hat, wie E-Mails zu beantworten, die immer wieder kommen, irgendwelche Fragen zum Bestellprozess, Tickets oder weiß ich was, oder einen Text kopieren, Newsletter vorbereiten oder irgendwie Texte auf Rechtschreibung Dingens oder ein Bild in Canva erstellen. Also so ein Allrounder-Typ, der relativ viel kann, mit dem würde ich erstmal anfangen. Und das heißt ja nicht, dass du nicht weiter mit deinem Gesicht vorne bleibst. Also zum Beispiel auch bei Social Media, du kannst dir ja, kannst demjenigen Stichpunkte schreiben, der formuliert den Text ein bisschen, macht ein Bild dazu, zeigt ihn dir nochmal, du überarbeitest ihn nochmal in deinem Style und dann schickt er ihn raus zum Beispiel. Und das hilft dir ja auch schon mal, dass du nicht alles machen musst oder du das nicht in Social Media schedulen musst, sodass du dann wieder da drin hängst und da drin versackst stundenlang. Das passiert ja immer schnell. Ja, oder jemand, der dir hilft, Rechnungen zu erstellen. Das musst du ja dann nicht mehr selber machen. Das hält dich ja davon ab, deinen Brand weiterzuentwickeln. Das sind so administrative Aufgaben einfach. Und da würde ich ganz klein mit einer Person wirklich anfangen, die möglichst viel kann. Frohes Weiterrocken und Grüße aus Köln. Du auch, Robert. Grüße an alle von der Talentschmiede. Bis dann. Danke. Ciao. Mach's gut. Danke für eure Zeit. Ciao. Tschüss. Hallo liebe Laura, wie fühlst du dich? Oh nein! Scheiße! Ist das jetzt ein Outtake? Fuck. Nee, das ist ein Outro. Nein, wir hatten echt eine krasse Session. Es war echt
übelst intensiv. 4 Tage jetzt vom Lounge Follower Fresh und Rob hat mir echt nochmal gut geholfen und ja, mir nochmal so Struktur mitgegeben. Und es ist echt manchmal gar nicht so einfach, wenn man einfach alleine ist und keinen Jules oder keinen Ad hat, ja, einfach alleine klarzukommen und alleine sich ja dieses ganze Wissen und alles anzueignen. Wie fühlst du dich dem bevorstehenden Lounge gegenüber? Ich bin voller Vorfreude auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, der Tag ist da und dann bin ich voll am Ausrasten und freue mich voll und weiß schon ganz genau und sage, Leute, die Website ist online und meldet euch an. Das weiß ich einfach, dass es mega, mega geil wird, deswegen die Vorfreude überwiegt. Aber bis dahin muss einfach noch so viel passieren und jetzt gerade weiß ich echt nicht, wie ich das alles so schaffen soll. Aber durch meine Events und meine Erfahrungen weiß ich, dass es immer gut gegangen ist und dass man, ja, man schafft einfach viel, viel mehr, als man glaubt und deswegen, let's do this. Okay, jetzt lasse ich dich auch gehen. Danke. Schöne Session mit Markus, schöne Session mit Laura, Silke ist am Start. Ich würde sagen, das war's für heute. Morgen steht die nächste auf dem Programm und dann natürlich unsere Kölnerin Nummer 2 mit Linda. Was da so abgehen wird, das seht ihr, denn mit Linda wird es nämlich auch richtig spannend, weil sie jetzt ihre Webseite an den Start bringt und dann die ersten Kleider verkauft werden und pretty exciting. Und wenn ihr bisher immer noch keinen Premium Pass habt, dann ist spätestens jetzt die Zeit, denn da ist natürlich auch Markus Session dabei zum Thema, wie du eine echte Bewegung startest und damit die Welt veränderst und ein krasses Business mit Community und alles in Einklang bringst und Feli ist auch noch spontan reingejoint, die hat auch noch einige Dinge gedroppt. Das heißt, das natürlich alles im Premium Pass, genauso wie der gesamte Content von Beginn an, von allen Coachings, von allen Workshops, von allen Gastcoaches, Community und so weiter. Deswegen seid ihr dabei. Link ist hier und unten drin ist hier. Ich würde es auf jeden Fall mega cool finden und ich glaube, es schafft auch Vertrauen. Die nächste Coaching-Session steht auf dem Programm. Wir sind jetzt beim großartigen Thorsten Bastian. Dankeschön. Schön, dass du... Aber das war ganz gut. Ich liebe einfach das Produktdesign von solchen Bonbons. Dass du dir einfach so aufdenken kannst. Wer das erfunden hat, ist ein richtig smarter Mensch gewesen. Ahnung, das ist der Traumjob meines Lebens. So, das ist das Outtake.